Lutz Göttling, herzlichen Glückwunsch. Am Anfang hat das so ein bisschen den Einbruch gemacht, die Chancen verhauen, dann einen selber gekriegt, dass man so ein bisschen unsicher ist. Am Anfang war es das Bayern-Syndrom, hätte ich fast gesagt. Viele Möglichkeiten, Pfosten, Kopfball von Çetinkaya. Dann laufen wir in eine Kontersituation und dann sind wir ein bisschen aus dem Spiel geraten. Zweite Halbzeit umgestellt auf Dreierkette, haben wir das Spiel beherrscht. Bis auf die letzten natürlich 10 Minuten, als der Gegner alles nach vorne wirft, denke ich, haben wir das ordentlich nach Hause gefahren. Einen Rückstand gebogen bei den Temperaturen, ja, sensationell. Kann man sagen, Viktoria hat eine Halbzeit gebraucht, um aufzuwachen, zu merken, das ist ein Pokalfinale? Nein, ich denke, wir haben ja auch in der ersten Halbzeit gut gespielt. Germania Stellens hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, haben auf dem Konter gespielt. Wir haben ein bisschen fahrig im Passbereich in die Offensive gearbeitet. Da war der ein oder andere Fehler drin. Sie haben schnell umgeschaltet, mit 2, 3 kurzen Pässen in die Spitze gespielt. Und es ist eng geworden in 2, 3 Situationen. 2, 3 Worte zu Ihren beiden erfahrenen Roger Shields und Paczynski haben dann doch den Unterschied ausgemacht, oder? Ja, ich denke, Roger bereitet beide Tore vor, Patsche macht beide rein, sensationell. Also ja, in so einem Spiel ist es entscheidend, dass man 2 solche Leute hat mit individueller Qualität. Wir haben sie in unseren Reihen, der Gegner sicherlich auch, aber heute war das Spiel entscheidend auf unserer Seite. Sie sind neu zum SC Viktoria gekommen, gleich das Double im ersten Jahr, was ist das für ein Gefühl? Tja, unbeschreiblich. Ich meine, ich war bei Meindorf diverse Male Zweiter, 2 Mal an der Zahl, im Viertelfinale im Pokal gescheitert. Ich bin hierher gekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Ansporn schon immer gewesen und ich habe es nicht bereut. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Wir haben eine tolle Mannschaft und wir haben, finde ich, auch dann zu Recht den Pokal geholt und auch die Meisterschaft. Wovon träumt denn jetzt der Trainer Lutz Göttling, wenn man an den DFB-Pokal denkt? Welche Truppe möchte man gerne schlagen oder bekämpfen? Ach, da kann ich mir heute, weiß ich gar nicht, also dafür ist das alles zu frisch. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir einen Erstligisten bekommen. Wer das dann letzten Endes ist, ist egal, aber jetzt haben wir erstmal Pause. Heute Abend steht noch eine Feier an und irgendwann im Juli mache ich mir vielleicht Gedanken, wenn die Auslosung ist, gegen wen es gehen könnte. Danke, schönen Abend noch. Dankeschön.